Hey, was geht ab, Leute? Nur Leute Games hier und willkommen zurück zu Batman Arkham Knight. Wir haben den Cloudburst fast ausgeschaltet gehabt. Ich wurde natürlich gekillt. Naja, Pech gehabt. Greifen wir wieder an. Okay. Ich merk's, von hinten geht gar nichts. Da geht absolut nichts. Der Schaden muss vorne sitzen. Genau da. Wieder kein Schaden gemacht. Da kommt der Schaden. Gut. Nee, so nicht. Genau gegen das Haus ist gut. Okay, der Schaden sitzt. Eigentlich hätte ich das die ganze Zeit machen können. Das ist viel actionreicher. Boah, allzu viel Schaden macht er ja nicht. Alle ausknipsen, um die Ecke fahren. Alter, das geht glaube ich auf. Das würde aufgehen. Etwas platt. Oh mein Gott, das ist so einfach. Boom. Komm raus. Kassierschläge. Oh, wir dürfen. Ja, komm. Drauf. Drauf. Wer ist unter der Maske? Der Joker? Nie im Leben. Nie im Leben. Sir, der Arkham Knight. Haben Sie ihn besiegt? Er ist fort. Sie klingen nicht ganz sicher, Sir. Ivy, ich habe den Cloudburst zerstört. Filtere das restliche Toxin schnellstmöglich. Ivy. Ich fürchte, Sie sind zu spät, Sir. Die Scans zeigen, dass das Gift Ivys Pflanzen überwältigt. Ich bin unterwegs zu ihr. Ich glaube nicht, dass wir noch irgendwas für sie tun können, aber... Hey, wir müssen unser Bestes geben. Dass der Arkham Knight so schnell entkommen konnte. Dafür werde ich mich rächen. Mach ruhig. Yay! Yeah. Immer noch das Geilste überhaupt, über die ganze Stadt fliegen. Schön die Aussicht genießen. Mehr oder weniger. Alles unter diesem heftigen Gift hier gerade. So was habe ich noch nie gesehen. Aber nie hatte ich gehofft, dass Scarecrow blufft. Blufft. Die blöffen nie. Marvel Heroes blöffen, finde ich ganz oft. Man kann sehen, wie man will. Ich finde, DC-Comics sind ein bisschen dunkler, düsterer, wo Marvel so ein bisschen vielleicht bunter wirkt. Meine Meinung dazu. Ivy! Oh, die ist schon komplett verdorrt. Das ist ein Fehler. Nee.
Giftgaswolke verflüchtigt sich. Gut gemacht. Von Ihnen und Poison Ivy. Wir haben unterschätzt, wie viel Menschlichkeit noch in ihr steckt. Sie ist tot, Alfred. Die Reinigung des Toxins hat sie ausgezehrt. Oh, verstehe. Ihre letzte Tat war nobel. Ich muss Scarecrow finden, bevor noch jemand stirbt. Hast du Spuren für mich? Nichts Konkretes, Sir. Der GCBD-Funkraum könnte helfen. Sie haben eine verschlüsselte Übertragung über einen SWAT-Kanal aus der Stadt abgefangen. Kurios, denn es gibt zurzeit keine SWAT-Officers im Einsatz. Dann gibt es natürlich noch zahlreiche ungelöste Fälle, die Ihrer Aufmerksamkeit bedürfen. Ohne das Toxin wäre nun der perfekte Moment, die Stadt wieder zu übernehmen. Endlich sind wir frei von dem Bullshit, aber ich kann nicht glauben, dass Poison Ivy wirklich tot ist. Das ist echt verrückt. Das ist mega verrückt, ist das. Oh, ich will mehr mit Scarecrow zu tun haben. GCPD, um die Nachricht auf der SWAT-Frequenz aus der Stadt zu entschlüsseln. Hoffentlich erfahrt ihr etwas über Scarecrows Aufenthaltsort. Ja, es wird noch ein bisschen dauern, bis wir da wirklich was rausbekommen. Denn auch wenn mein Toxin sich auflöst, hinterlässt es eine von dir im Stich gelassene Stadt. Ein Mahnmal für deine Sache. Heute Nacht stirbt die Legende von... Ich finde das immer geil, wie viel Zeit Scarecrow wirklich hat, so viel Müll zu labern und gleichzeitig seine Pläne umzusetzen. Das ist verrückt. Der muss wirklich ganz viele Idioten haben, die für ihn kämpfen. Die für ihn alles machen. Ist wirklich toll, sieht aus, als ob Löwenzahn hier komplett nicht Löwenzahn. Die ganzen Pusteblumen verteilt worden sind. Begleiten, begleiten. Aber wir wollen nicht schwimmen gehen. Batman kann nicht schwimmen. Nicht die Schwimmflügel eingepackt. Wunderbar. Irgendwo hier unten müsste ein kleiner Hinweis sein. 127 Meter. Ah. Darf ich hier ohne Auto rein? Oh, ich glaube nicht. Beruf es mal, geht eh schneller. Geben wir Gas. Auch so ein persönliches Bergmobil, so auf der Straße, so alle Autos wegkamen. Wäre nicht schlecht. Guck mal, viel schneller nach A und B. Da ist der. Gute Arbeit, Batman. Ja, gut gemacht. Ja, wie immer. Und weg ist das Scheiße. Danke, Batman. Ich hatte schon gedacht, wir schaffen es nicht mehr. Ja, es gibt aber noch ein richtig heftiges Problem, was wir erstmal lösen müssen. Diesen Irrglauben müssen sie von dir haben, Batman. Noch wird Gotham nicht untergehen, Batman. Dank dir. Freu dich nicht zu früh. Es kann sich alles ganz schnell drehen. Hey, was ist mit dir, Officer? Erzählen Sie mir von diesem Funkspruch. Würde ich, wenn es ginge, aber das ist ein verschlüsselter SWAT-Kanal. Diese Jungs legen großen Wert auf ihre Privatsphäre. Ich bin drin. Hanley, hören Sie mich? Hier ist Jim. Ich brauche ein paar Pläne. Ich habe Crane gefunden und der Bastard wird sterben für das, was er meinem kleinen Mädchen angetan hat. War das der Commissioner? Was macht er? Er spielt mit seinem Leben. Aber ich habe die ID seines Funkgeräts. Das heißt, ich kann ihn orten. Oh, das können wir ganz locker. Ich habe eine Funknachricht entschlüsselt. Es ist Gordon. Er lebt! Ich will, dass du die Funkfrequenz ermittelst und ihn für mich ortest. Natürlich, Sir. Die Übertragung scheint aus einem verlassenen Einkaufszentrum zu kommen. Das Gebäude ist seit einer Weile ohne Strom, Sir. Sie treffen womöglich auf ein paar Hindernisse. Der Prototyp der Distanzstromladung ist in der Asservatenkammer des GCPD. Er sollte mir weiterhelfen. Wie Sie wünschen, Sir. Officer Cash wird das sicher verstehen. Oh, in der Asservatenkammer. Distanzstromladung. Oh, das Gerät hört sich wirklich hilfreich an. Wo haben wir das Ding denn hier? Asservatenkammer. Ah. Frag mich ja so ein bisschen, was Jim so getrieben hat. Da bist du ja. Sieh mal, das sind meine Sachen. Das ist also mein Andenken, was? Nicht meine Stimme. Oh yeah, Distanzstromladung. Sie könnten mich einfach zu den Akten. Okay, jetzt kümmere ich mich um Jim. Ich find's trotzdem doof, dass wir nicht alle Gadgets von Anfang an haben.
Ich weiß, das ist die Asservatenkammer, Bruce. Aber denk doch mal an die Spuren. Wow, das ist ein ziemlich nett. Mr. Freeze, Scarface, The Mad Hatter, Joker. Ja, Jokers Waffen waren schon ziemlich witzig. Bane. Das ist ziemlich lustig. Das war gut. Killer Croc, Deadshot. Oh, von Suicide Squad. Ist ein Trailer rausgekommen. Ich mag den neuen Joker nicht. ja, sagt mir gar nichts. Black Mask habe ich schon mal gehört. Harley Quinn kennen wir natürlich alle. Bin ich so bewandert, was das DC-Universe angeht. So viel ist sicher. Marvel war irgendwie viel präsenter als DC. Und DC-Superhelden, muss ich sagen, sind immer so gewöhnlich. Na, hier wollen wir nicht rein. Wir gehen raus. Wir haben das Ding. Wir gehen zu Jim. Suchen unseren kleinen putschigen Freund, hä? Lass mich dir ein Geheimnis verraten. Du hast ihn nicht zum letzten Mal gesehen. Er wird dich finden und wenn er das... Du findest ihn. Ich weiß es. Klar finden wir ihn. So eine Frage der Zeit. Ob er vielleicht draufgehen wird? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. So, mal alles in die Luft jagen. Ein bisschen hier Ramazamba machen. Batman kommt vielleicht nicht so schnell wieder. Yeah. Du bist erledigt. Du bist erledigt. Oh, sorry. So, wir brauchen unsere nächste Mission. Die Mission. Finden wir ihn. Diese fahren mit dem Batmobil dahin, warum nicht? Rum, Gas geben, drauf. The Fledermaus! Du kannst nirgendwo hin entkommen! Doch, hier so um die Ecke. Oh, vorsichtig. Will ich das Ding rausziehen? Nee. Ja, hier müssen wir auf jeden Fall hin. Auf jeden Fall. Gucken wir mal. Hoch. Hey! Winde einsetzen, aber sicher doch. Also ich würde aussteigen. Es brennt, glaube ich, ziemlich heftig gleich. Stoppe den Wagen. Ne, ich will den Wagen nicht stoppen. Der sagt mir immer noch hier entlang, obwohl er gerade hoch gesagt hat. Der kann sich auch nicht entscheiden. Das muss hier irgendwo sein. Jetzt sagt er wieder zurück. Hinter diesem Rolltor. Ich muss ihn irgendwie erreichen. Ja, irgendwie. Hinter diesem Rolltor. Können wir mal so einen richtig heftigen Scan machen? Bringt nichts. So, die Winde kann ich auch komischerweise hier nicht einsetzen für das Scheißding. Mehr geht es nämlich nicht runter. Wenn ich mal hier rumfach, gucken wir mal. Das sieht nach einem lustigen Eingang aus. Da kommen wir nicht rein. Nö, nö. Sag mir sowieso, ich soll wieder runterfahren. Der Riddler-Informant ist draußen. Ruhig. Ich glaube, wir steigen mal aus und gucken nach dem Weg. Hier muss irgendwas sein. Das sieht mir so ziemlich nach dem Eingang aus, aber vielleicht können wir hier noch irgendwas hacken. Hier. Hast du Scarecrows Gesicht von nahem gesehen? Angeblich hat er sich operieren lassen. Wartungsluke. Hell yeah. Ich kann die Distanz. Oh! Ja, klasse. Renn einfach drauf. Ist dann Stromladung. Natürlich, wollen wir das mal machen. Auf geht's.